Ich meine, für euch Neuen, die jetzt gerade erst dazugestoßen seid. Ja, Havelsrüstung gibt's hier ja nicht. Und ich möchte auch nicht Fatrollen. Nein, aber für alle, die jetzt auch neu dazugekommen sind und irgendwie reinschauen und sich fragen, ob der wirklich so verrückt ist. Ja. Ich habe auch nur bei wenigen Bossen bisher so ein bisschen gecheased, indem ich Hilfsmittel benutzt habe, wie Beastblood Pellets und... Ich habe bei zwei Bossen habe ich Beastblood Pellets benutzt, bei dem einen davon habe ich auch Blitzpapier benutzt. Was ich sonst nicht mache während den Kämpfen, eigentlich nutze ich keine Hilfsmittel. Ja, bei Mikolas haben wir nur die Kämpfe gemacht und nicht das Hinterherlaufen. Die Hexe haben wir ohne Einsicht gemacht, sodass die keine Mad Ones spawnen. Also die ganzen Gegner, die sie dann noch irgendwie spawnen, die Hexen. Aber soweit so gut, wir haben mittlerweile 19 Bosse nieder. Also wir haben alle 17 Bosse aus dem Hauptspiel haben wir besiegt. Wir haben Ludwig gekillt, wir haben die Fehlschläge gekillt. Allerdings werde ich die Fehlschläge auch nochmal wiederholen. Weil die Fehlschläge, das war ein bisschen billig, weil ich habe irgendwann nach ein paar Stunden von Versuchen, habe ich dann mal eine Bestienbluttablette genommen und irgendwie war der ganze Kampf dann lächerlich geworden dadurch. Das hat sich nicht unbedingt nach einem Sieg angefühlt. Von daher, wenn wir mit dem kompletten DLC durch sind, werde ich die Fehlschläge nochmal machen. Allerdings dann ohne Beastblood Pellets. Also keine Bestienbluttabletten oder sowas. Wir haben eigentlich jeden Boss wirklich nur mit dem Schwert oder mit der Axt und halt einfach nur dodgen und halt Wurfmesser noch zur Orientierung gegebenenfalls, aber ansonsten keine anderen Hilfsmittel benutzt. Das Ding ist, bei Maria lässt sie einem nicht mal wirklich Zeit, Wurfmesser zu benutzen. Der nächste Punkt bei Maria ist wegen Wurfmessern auch, sie weicht ziemlich gut aus, wenn man irgendwas auf sie wirft oder so. Und ja, mit den ganzen Geräuschen, die nebenbei noch sind, kann man nicht sich unbedingt noch orientieren. Das konnte man bei so Sachen wie machen, wie bei der bluthungrigen Bestie, da ging das auf jeden Fall noch. Oder, was hat's denn noch geklappt? Amygdala hat ziemlich gut geklappt, mit Wurfmessern sich ein bisschen zu orientieren. Da weiß man eben auch, ob man im Lockdown ist oder nicht. Ob man im Lockdown ist oder nicht, weiß man auch ziemlich gut, wenn man den Stick dann irgendwie rumdreht und man hört dann die Geräusche um sich rumwandern. Deswegen habe ich auch die Kopfhörer auf, damit ich halt wirklich einen Surround-Sound habe und halt wirklich sagen kann, ob die Geräusche um mich rumwandern. Dadurch kann man auch noch relativ gut ausmachen, ob man im Lockern ist oder nicht. Nicht jeder Boss lässt einem aber auch unbedingt die Zeit irgendwie, dass man mal kurz stehen bleibt, die Kamera ein bisschen dreht und guckt, wo ist er jetzt? Oder wo kommen die Geräusche her? Gascoigne war so ein Fall, wobei der Gascoigne-Fall auch ziemlich geil war. Sie ist so ein Fall, wo man nicht unbedingt viel... Das ist teilweise auch ein bisschen mit Glück dann verbunden. Ja, man muss definitiv auch dazu sagen, ich bin stolz auf meine ganzen Supporter von Blindfolded, also euch als Zuschauer, die das alles mit mir mitmachen und mit mir diesen beschwerlichen, steinigen Weg gehen. Denn es gab Bosse, an denen haben wir wirklich ellenlange gehockt. Und mit ellenlange meine ich wirklich Stunden an Versuchen. Das kann vielleicht auch ein bisschen eintönig sein und ein bisschen nervig vielleicht auch für den einen oder anderen. Aber für mich kommt Aufgeben definitiv nicht in Frage. Und wir werden das bis zum bitteren Ende durchziehen, mit jedem Boss. Es ist immer eine Frage, manche funktionieren schneller, manche nicht. Bei Maria die Versuche, wir haben beim letzten Stream, wo ich Blindfolded gemacht habe, haben wir, glaube, anderthalb, zwei Stunden oder was an Versuchen gemacht, bis mir dann die Blutviolen ausgegangen sind. Ach, Butchikov, wir fassen uns ans Händchen und laufen gemeinsam. Aber so ein richtiger, so ein... Der Nebeneffekt für die Leute, die sich fragen, irgendwie, wie viel ich auch irgendwie wirklich sehen würde. Ich bin eigentlich Brillenträger. Brille ziehe ich natürlich ab, wenn ich den Schal auf den Augen habe. Deswegen, ich muss eigentlich schon so nah an den Bildschirm rangehen, damit ich die Nachrichten im Chat lesen kann. Ohne meine Augen anzustrengen. So, aber ja, nächster Versuch. Kippenpäuschen ist vorbei. Wir machen weiter. Ich habe gute Hoffnung, dass wir Maria heute wirklich noch kriegen. Die Versuche sind ja teils schon gut. Aber ein paar Fehlversuche hat man immer dazwischen, die ein bisschen räudig aussehen. Ah.
So einen Anfang will ich haben. Die haben wir am Donnerstag gemacht. Allerdings werde ich die auch nochmal wiederholen, Bachi. Fehlschläge habe ich dann irgendwann angefangen, Bestienbluttabletten zu nehmen und irgendwie war der Kampf dann witzlos. Das war kein Kampf mehr, das war lächerlich. Aber ich habe gute Hoffnung, dass wir heute noch Maria legen. Wir haben Donnerstag hier schon ein bisschen mit Maria angefangen. Und der Kampf ist definitiv fordernd und definitiv auch gefährlich. So schnell wie man sterben kann, aber man kann sie ziemlich leicht eigentlich in Repost reinlocken. Den Lockdown verloren? Hatte ich den Lockdown verloren? Das hat sich irgendwie komisch angehört und komisch angefühlt auch vom Spielen her. Fuck, ich wusste's, ey. Ich habe irgendwie das komische Gefühl gehabt, nur dann bin ich gestorben. Aber wodurch hatte ich den Lockdown verloren? Ah, sie hat mit Sicherheit eine Sprungattacke gemacht nach der. Sie hat mit Sicherheit eine Sprungattacke gemacht nach der AOE. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an ihrer Attacke nicht kenne, was ich beim Üben nicht so gesehen habe. Und wodurch der Lockdown verloren gehen kann. It's going to be hard. Oh. Yeah. Ah, das war nicht gut. Die ist ziemlich schnell in die zweite Phase reingekommen. Ich hätte den zweiten Lockdown, den zweiten Repost kriegen müssen. Dann wäre es besser gewesen. Dann wäre sie auf jeden Fall weiter unten gewesen, wenn sie in den Dings reinkommt. Ich war mir noch nicht so bewusst, dass die da schon in die zweite Phase geht. Das hätte ich noch mal ein bisschen Schaden gemacht, als sie sich gebufft hätte. Damn, didn't expect she gay. She's going so fast into the second stage. And I hope that I got the second repost. Yo, moin Springtrap. Ja, die erste halbe Stunde habe ich es nicht geschafft, wie eigentlich veranschlagt.
Doch. Next one down. Nice. Nice. Man, only two blood boys. Jeez. Good fight. Good fight. Good fight. Man, level 80. Oh, good fucking fight. Told ya, she's going down today. Son of plus 10. Oh. Nice. Nice. Nein, Pucci, warum? Warum? Ah. GG, G fucking G. Oh, thanks, Bendrus. Danke, Bendrus. Spring Trap, auf wait. Ah. G fucking G. Now we'll start to talk. Oh man, nice. Oh, wait. So, jetzt kommt das wieder ein bisschen mehr casual. Rules! Rules! Sag mir nicht, du hast jetzt gerade erst eingeschaltet. Sag mir nicht, du hast jetzt gerade erst eingeschaltet. Sag mir nicht, du hast jetzt erst eingeschaltet. Oh. Oh. Happy time. Ah, kann diese Kamera mal mitspielen? Ne, danke. Ah. Oh. Oh nein, Rules, wieso? Wieso? Nein! Du hast den Kampf verpasst. Du hast den Kampf verpasst, Rules, no! Oh Gott.